BVB bindet nächsten Leistungsträger. Am ersten Tag der Asienreise gab Sportdirektor Michael Zorc die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Shinji Kagawa bekannt. Man sei sehr glücklich darüber, dass Shinji auch in den kommenden Jahren für den BVB spielen werde, betonte Zorc in Tokio. Der Japaner unterzeichnete ein bis zum 30. Juni 2020 datiertes Vertragspapier. Flick setzt auf Talente. Hoffenheims neuer Geschäftsführer Hansi Flick sieht seinen Club weiterhin als Ausbildungsverein. Ziel sei es, mit die beste Adresse für Nachwuchsspieler in Deutschland zu sein. Der Fußball, der in Hoffenheim gespielt werde, sei jetzt schon einer der besten in der Bundesliga, erklärte der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Schumacher tritt gegen Modest nach. Das Wechseltheater um Anthony Modest ist beendet. Der 1. FC Köln und Tuan Jin haben sich nun doch auf einen Transfer geeinigt. So einen Transfer-Hickhack habe man noch nie erlebt, sagte Vizepräsident Toni Schumacher. Gegenüber Sky legte der 63-Jährige noch nach. Schön, dass er da gewesen sei. Schön, dass er nun weg sei, so Schumacher. Modest wird zunächst 2 Jahre lang für 6 Millionen Euro an Tuan Jin ausgeliehen. Anschließend besteht für die Chinesen eine bindende Kaufoption über 29 Millionen Euro.